Heute bei Bitte melde dich. Linda hat große Sehnsucht nach ihrem vermissten Vater, einem schwedischen Seemann. Ist es wirklich Sehnsucht, ihn zu kennen? Wer ist dieser Mensch? Ich habe ja das ganze Leben immer gedacht, es wird mich gar nicht so berühren. Aber irgendwann wird es mehr. Die Suche nach Lindas Vater führt von Schweden über Mallorca bis an die Costa Blanca. Ich bin auf der Suche nach Nils Åke Nilsson. An den Namen kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Kann es mir und meinem Team gelingen, Lindas Vater zu finden? Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Leverkusen im Rheinland. Hier macht sich Linda auf den Weg zu mir, denn sie hat einen großen Herzenswunsch. Sie möchte ihren Vater finden, einen Seemann aus Schweden. Das ist die beste Zeit der Welt. Oh, hier mit dir. Das ist die beste Zeit der Welt. Linda, erstmal schön, dass du da bist. Es freut mich. Ja, ich freue mich auch sehr, Julia. Vielen Dank. Du bist ja hier, weil du nach deinem Vater suchst. Korrekt, ja. Kannst du mir erzählen, warum du ohne deinen leiblichen Papa groß geworden bist? Meine Mutter ist Schwedin. Mhm. So, mein leiblicher Vater ist Schwede. Und ja, sie haben sich verliebt, haben am gleichen Arbeitsplatz gearbeitet in Schweden. Und dann bin ich dann irgendwann zustande gekommen dadurch. Und irgendwie hat es aber dann nicht so ganz funktioniert zwischen beiden. Meine Mutter hat sich dann in den Deutschen verliebt und dann irgendwann sind wir nach Deutschland ausgewandert. Und dein Vater ist in Schweden geblieben? Der ist in Schweden geblieben, genau. Linda erlebt eine unbeschwerte und glückliche Kindheit in Leverkusen, gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Mann Wolfgang. Für sie ist klar, dies sind meine leiblichen Eltern. Doch dann, zu Beginn der Pubertät, kommt raus, Wolfgang ist nicht ihr leiblicher Vater. Ich war circa 12 Jahre alt. Da habe ich es dann halt rausgefunden. Es war jetzt nichts Geplantes von meinen Eltern. Das ist irgendwie so aus der Lameng, sagt man, so rausgekommen. Und da war ich auch schwerstens enttäuscht, dass mein Vater nicht mein leiblicher Vater war. Es war schon ein Schock für mich. Ich weiß aber dann noch, dass meine Mutter mich dann auch irgendwann auf die Seite genommen hat und hat halt gesagt, also egal was ist, egal was kommt, wenn du irgendwann mal mehr wissen willst, dann helfe ich dir dabei. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann war es halt so und es hat mich auch eine Zeit lang oder viele Jahre lang nicht wirklich interessiert, weil ich hatte Eltern, ich hatte Großeltern, ich war ja nicht alleine. Aber so im Laufe der Zeit, wenn man älter geworden ist, dann bin ich selber Mutter geworden, habe ein Kind bekommen und dann sieht man die Sachen dann auch ein bisschen anders und irgendwie war das immer mehr präsenter bei mir. Linda liebt ihren Sohn Jan über alles. Sie arbeitet viel, doch sie ist glücklich mit ihrem Leben. Dann, 2019, erhält sie eine schockierende Diagnose, Hirntumor. Linda, als du so krank warst, war das wirklich auch so eine Phase, wo du gemerkt hast, das ist auch etwas Wesentliches in meinem Leben, was ich klären möchte? Richtig, weil ich da gemerkt habe, wie schnell was vorbei sein kann. Na, wie wichtig das doch ist, dass man Sachen noch klärt, solange man die Zeit auch noch dazu hat. Es hätte ja auch bösartig sein können, ich habe Glück gehabt. Aber durch den Tumor weiß man halt, wie schnell sowas zu Ende sein kann. Und du hast es doch nicht mal versucht. Ist das etwas, was du für dich wirklich erledigen möchtest und musst auch in deinem Leben? Entschuldigung. Das ist normal. Ich habe ja das ganze Leben immer gedacht, es wird mich gar nicht so berühren. Ich habe ja einen Vater. Aber irgendwann wird es mehr. Ist es wirklich Sehnsucht, ihn zu kennen? Wer ist dieser Mensch? Ja, weil ich auch gedacht habe, also ich weiß, dass er schon mal bei meinem schwedischen Opa angerufen hat. Das habe ich auch irgendwann erfahren. Das ist aber auch schon viele Jahre her. Und er sich nach mir erkundigt hat. So, und dann habe ich gedacht, naja gut, ich bin ihm vielleicht doch nicht so egal.
Leider ist es dann nie zu einem Kontakt gekommen. Leider. Mein Opa hatte es abgeblockt. Ne? Linda, welche Hinweise hast du denn für meine Suche? Er heißt Nils Åke Nilsson. Das ist das eigentlich das Einzige, was ich weiß. Mhm. Und dass er mal auf dem Schiff als Schiffskoch gearbeitet hat. Mhm. Das ist im Prinzip auch schon das Einzige, was ich jetzt genau sagen kann. Verstehe. Ja. Ich kann dir natürlich an dieser Stelle hier noch nichts versprechen, außer dass ich mich auf jeden Fall zusammen mit meinem Team auf die Suche nach deinem Papa. Super, danke. Bitteschön. Göteborg ein paar Tage später. Markus aus meinem Team ist gebürtiger Schwede und sucht deshalb vor Ort. Lindas Vater lebte 1970 in Stockholm. Seine alte Adresse ist aber längst nicht mehr aktuell. Da er als Schiffskoch gearbeitet hat, fährt Markus zum Landesarchiv Göteborg. Hier finden sich zahlreiche Dokumente zu Seeleuten aus ganz Schweden. Ja, Landesarchiv Göteborg, es passt. Markus hat einen Termin mit dem Archivar Kalle gemacht. Übrigens, in Schweden duzt man sich. Nur die Königin und der König werden gesiezt. Hey, hey. Hallo. Bist du mit Kalle? Bist du Kalle? Ja, der bin ich. Ich bin Markus. Wir haben bereits telefoniert. Willkommen in unserem Archiv. Vielen Dank. Können wir uns irgendwo hinsetzen? Dann erkläre ich dir, worum es geht. Na klar, lass uns darüber gehen. Da vorne? Genau. Perfekt. Also, Kalle. Pass auf, Kalle. Ich helfe einer Frau namens Linda aus Deutschland, ihren Vater zu finden. Ich bin hier, weil Lindas Vater in den 70er Jahren als Schiffskoch gearbeitet hat. Ich habe nur wenige Informationen. Nur, dass er Nils Åke Nilsson heißt. Er heißt Nils Åke Nilsson. Ja, han måste... Ihr müsste ungefähr 70 Jahre alt sein. Dann ist er geboren. Circa 47, 48. Er wohnte damals in Mellanbergsvägen in Stockholm. Mehr weiß ich leider nicht. Ich habe leider seine Personennummer nicht. Ich hoffe, das reicht. Ja. Ich werde gleich mal schauen, ob ich was finde. Ja, perfekt. Kalle ist ein sehr erfahrener Archivar und das Archiv ist vorbildlich organisiert. So findet sich in relativ kurzer Zeit eine alte Personalakte. Doch hilft die uns weiter? So, Markus. Hast du was gefunden? Ja, ich habe tatsächlich was gefunden. Nee. Schau dir das mal an. Das müsste der gesuchte Mann sein. Interessant. Nils Åke Nilsson. Hier ist seine Adresse. Das ist seine alte Adresse. Dann ist er die richtige. Und hier kann man sehen, auf welchen Schiffen er als Koch gearbeitet hat. Das sind aber viele. Und alle Einträge sind aus den 70er Jahren. Ah. Auf der Personalakte ist Nils Åkes alte Adresse verzeichnet. Die kannten wir ja bereits aus unseren Vorrecherchen. Aber möglicherweise helfen uns die Informationen seiner früheren Arbeitgeber weiter. Die reichen allerdings nur bis ins Jahr 1976. Das sind ja einige Schiffe. Damit komme ich bestimmt weiter. Vielen lieben Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Eine Stunde später in einem Café in Göteborg. Markus recherchiert mit den neuen Informationen nach den ehemaligen Schiffen, auf denen Nils Åke damals als Koch gearbeitet hat. In einem Online-Portal lässt sich das darstellen. Tatsächlich existieren noch einige dieser Schiffe bis heute. Dieses Schiff auf der Liste ist Nordanvik, ist in Venedig gerade. Und dieses Schiff ist gerade zwischen Aalborg in Dänemark und Island. Dann versucht Markus, an Informationen über die Eigner und Reedereien zu kommen. Das ist nahezu unmöglich. Er findet aber ein interessantes Detail zu dem Schiff, auf dem Nils Åke bis 1976 arbeitete. MS Birgial, das scheint heute ein Jugendherberge zu sein im Hafen von Stockholm. Glücklicherweise lassen sich zu diesem Schiff mit dem Namen Birgial noch Informationen finden.
Also MS Birger Jarl ist das letzte Schiff, wo Nils Åke damals gearbeitet hat, in 76. Damals war die Reederei Nordrhein für das Schiff zuständig. Und die liegen auch in Stockholm. Möglicherweise existieren bei der ehemaligen Reederei der Birger Jarl in Stockholm noch Informationen zur damaligen Besatzung. Zwei Tage später in Köln. Gemeinsam mit meinem Team habe ich mit den Infos von Markus weiterrecherchiert. Wir haben nochmal mit dem Archiv in Göteborg Kontakt aufgenommen. Ich mache Marco mit den Ergebnissen dieser Recherchen vertraut. Mit den Informationen konnte ich natürlich gut weiterrecherchieren und habe dann tatsächlich vom Archiv in Göteborg eine ganz interessante Liste mit Namen bekommen. Das sind die hier. Ah. Die kommen alle als ehemalige Kollegen auf diesen Schiffen Nils in Frage. Ja. Du siehst schon, einige sind durchgestrichen, eigentlich die allermeisten, die nämlich schon entweder verstorben sind. Ja, das kann. Ein paar konnte ich telefonisch ausschließen. Und es sind jetzt zwei spanische Namen übrig geblieben, die vielleicht in Frage kommen. Du musst mir sowieso erst mal sagen, wie man die ausspricht. Ja, ich denke fast, das ist katalanisch. Also José Antonio Guitart Poc, würde ich jetzt sagen. Guitart Poc, ja. Okay. Und das ist ein richtiger spanischer Name, Fernando Flores Gómez. Also zu dem Namen haben wir einen Hinweis gefunden, beziehungsweise eine Adresse an der Costa Blanca. Okay. Telefonisch war da gar nichts zu erreichen oder per E-Mail. Und bei dem gab es auch eine interessante Information. Der taucht nämlich auf in einem Internetforum. Mhm. Da zeige ich dir jetzt alles klar. Zu. Mhm. Und zwar hier, das ist so eine Seite, wo die sich so über Kulinarik, Weine etc. austauschen. Und im Zusammenhang mit seinem Namen habe ich einen Eintrag zu einem Weingeschäft in der Nähe von Palma de Mallorca gefunden. Ach, telefonisch ist niemand zu erreichen. Und an der Stelle kommst du auch jetzt ins Spiel, Marco. Ich habe dir schon mal hier alle Informationen noch mal vorbereitet als Kopie. Die Fotos der Schiffe, Perfekt. Auch die Einträge, die wir hier zu dem zweiten Namen gefunden haben, noch mal als Kopie. Alles klar. Deswegen würde ich dich bitten, nach Spanien zu fahren und die beiden Spuren zu verfolgen. Und ich werde versuchen, hier noch mehr rauszukriegen. Klar, mache ich. Ja? Mhm. Super. Ein Tag später. Marco fliegt nach Mallorca. Die erste Adresse eines ehemaligen Arbeitskollegen von Nils Åke führt etwa 11 Kilometer westlich von Palma in den Ort Bendinat. So, ich bin jetzt in Mallorca angekommen, habe eine Adresse, wo ich hinfahre, aber ich wundere mich ein bisschen, weil das ist eine Rotonda, also ein Kreisverkehr, etwas ungewöhnliche Adresse. Ich bin gespannt, was uns da jetzt erwartet. Dort soll der Mann einen Weinladen haben. Ich glaube, hier sind wir auch schon. Das ist auf jeden Fall Kreisverkehr. Hier geht's nach Bendinat, also das muss die Rotonda de Bendinat sein. Ah, da sind auch Häuser da drüben, okay. Das ist auf jeden Fall anders. Also ich dachte, ich fahre da mal raus und frage einfach mal. Hier ist leider alles dicht. Vielleicht mal auf der anderen Seite von dem Gebäude schauen. Ah, da ist jemand. Hallo, entschuldigen Sie bitte, ich bin auf der Suche nach jemandem. Ja? Das ist doch hier die Rotonda de Bendinat, oder? Genau. Ich suche einen gewissen José Antonio Guitart Poc. Schon mal gehört? Das sagt mir leider nichts. Hier in dem Komplex nicht. Er soll hier einen Weinladen haben oder gehabt haben. ¿Tiene una tienda de vinos aquí? Había tenido, no sé. ¿Te suena algo, Miriam? Sagt dir das was, Miriam? Jemand, das eigentlich einen Wein... Sie sprechen auch Deutsch. Ja, doch. Okay, alles klar. Ein Weingeschäft hat oder sowas hier. Ein Weingeschäft, genau. Das? José Antonio Guitart Poc ist der Name. Also ich habe leider auch nur Rotonda de Bendinat. Das ist natürlich jetzt hast du nicht, keine Adresse? Nee, das ist tatsächlich schon die komplette Adresse. Also guck mal, diese ganze
Ja. Objekte hier sind alle Geschäfte. Okay. Da gibt es auch schon mal so. Da vorne kann man doch sehen, welche Geschäfte hier. Genau. Ah. Wenn man hier rausgeht, ein Stückchen Richtung dem Möbelgeschäft hoch, da gibt es zwei Anzeigetafeln. Wo alle Geschäfte draufstehen. Genau. Ah, okay. Das hat mir schon sehr geholfen. Vielen Dank. Gerne. Schön. Tschüss. Okay, tschüss. Das muss das Schild sein, was sie meinte. Cafeteria di Benedetto. Nee, da ist keine Enoteca dabei. Ich höre mich weiter um. Disculpa, una pregunta. Entschuldigung, eine Frage. Estoy buscando un hombre. Ich suche einen Mann namens José Antonio Guitart Poc. Er soll hier einen Weinladen haben. Tener una tienda de vinos. Keine Ahnung, ich gehe hier nur zum Tierarzt. Okay, gracias. Guten Tag, ich habe eine Frage. Ich suche einen gewissen José Antonio Guitart Poc. Er soll hier ein Weingeschäft haben. Nein. Nein? Gibt es hier einen Weinladen? Nein. No? Disculpa. Ich bin auf der Suche nach einem José Antonio Guitart Poc. Er soll hier ein Weingeschäft haben. Ich kenne ihn. Den Laden hat er aber nicht mehr. Den gibt's nicht mehr? Der Laden war nicht in diesem Komplex, sondern gegenüber, neben dem Supermarkt. Haben Sie einen Kontakt von ihm? Ich muss da noch mal hin. Also den Laden gibt es nicht mehr? Nein, nicht mehr. Wissen Sie denn, wo ich ihn finden könnte? Ich weiß, wer Ihnen weiterhelfen könnte. In Portal Nov. Portal Nov. Können Sie mir das aufschreiben? Ich weiß nicht die genaue Adresse. Kennst du Portal Nov? Nein, ich bin heute erst angekommen. Du musst die Straße dort hochfahren. Da links? Genau, circa 2 Kilometer. Da gibt es ein Dorf. Genau im Zentrum gibt es ein Estanco. Weißt du, was das ist? Ja. Dort kann es sein, dass du seinen Kontakt bekommst, denn er war der damalige Besitzer des Ladens. Perfekt. Die müssten das eigentlich wissen. Okay, vielen Dank. Marco macht sich sofort auf den Weg. Ein Estanco ist übrigens ein Tabakgeschäft. Ah ja. Guten Tag, ich habe eine Frage. Hallo, was soll das? Ich möchte nicht gefilmt werden. Wir sind nur vom deutschen Fernsehen. Das ist mir egal. Ich habe nur eine Frage. Aber nur ohne Kamera. Okay. Sie möchten nicht gefilmt werden, könnt ihr bitte einfach kurz rausgehen? Ich spreche allein mit dir. Entschuldigung. Marco bekommt von der scheuen Tabakverkäuferin nicht wirklich zielführende Informationen. Nach nur 2 Minuten verlässt er das Geschäft. Die Verkäuferin hat mir jetzt gesagt, dass sie zwar den Namen José Antonio Guitart Poc kennt, aber er diesen Laden verkauft hat vor 2 Jahren. Wenn er den Laden bis vor 2 Jahren gehabt hat, frage ich jetzt einfach mal hier rum, ob ihn vielleicht sonst noch jemand kennt. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Ich suche den ehemaligen Besitzer vom Laden gegenüber, José Antonio Guitart Poc. Antonio? Ja, kennen Sie ihn? No. Ich kenne nur den jetzigen Besitzer. Ich suche den Besitzer, der vor 2 Jahren den Laden hatte. Ich weiß nicht, wo er ist. Trotzdem vielen Dank. Eine Frage. Ich suche einen José Antonio Guitart Poc. Ihm gehörte der Tabakladen hier auf der Straße. Kennen Sie ihn? Nein. Nein? Kennen Sie jemanden, der mir weiterhelfen kann? Fragen Sie mal die beiden. Die sind von hier. Ah, vielen Dank. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Ich suche einen Herrn José Antonio Guitart Poc. Wen? José Antonio Guitart Poc. Er war der Besitzer vom Tabakladen. Ich meine den Tabakladen da vorne.
Ich wohne hier schon sehr lange. Der sagt mir nichts. Er hatte auch mal einen Weinladen am Kreisverkehr. Ah, jetzt weiß ich, wen Sie meinen. Ah, Sie? Okay. Der Laden war auf der Seite des Supermarktes. Ja, genau, das hat man mir dort auch gesagt. Ich war bei der Eröffnungsfeier. Wissen Sie, wo ich ihn finden kann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Tut mir leid. Er war ein sehr guter Geschäftsmann, aber wo er jetzt ist, weiß ich nicht. Wir waren eine Zeit lang nur Nachbarn. Er müsste ungefähr 75 Jahre alt sein. Ja, das passt sehr gut. Schade. Vielen Dank und schönen Tag noch. So nah am Ziel und doch so weit entfernt. Marco hört sich weiter um und hinterlässt seine Telefonnummer. Jemand muss doch Kontakt zu dem gesuchten José Antonio haben. Aber es ist wie verhext. Niemand kann Marco einen entscheidenden Hinweis liefern.